Hier, Vicky mit Alex. Genau, er ist allergisch gegen Bullshit. Deiner Meinung, Jeremy, ey. Voll konkret, was du sagst. Komm, gib uns noch mehr Tipps. Am meisten. Was minus 150-50? Alter, blöd bist denn du eigentlich? Ach, ich baue gleich meinen Turm, dann sieht man es eh aus der Entfernung mit 50 Billiarden Kilometer. Da ist aber mehr, du Spasti. 50 minus 150. Alter, ich... Ich weiß nicht, wie oft ich dir das schon gesagt habe, aber... 30.000 Mal. Ich fick mindestens deine Mutter zusammen. Ich fick deine Mutter. Also hast du sie letztens geschwängert, du Spacken. Also seine Mutter meine ich. Nicht meine. Ja, ja. Alex, das war schlecht gesagt, ne? Ja. Ich weiß, ist auch Absicht gewesen. Minimal. Ja, ja. Ja, gleich kommt Biene Maya und macht dich fertig. Hey, lass Biene Maya raus. Die kann auch nichts dafür. Die olle Bitch. Die letzte Folge gut aus Langeweile, aber um zu sehen, wie geil das einfach nur noch war. Und irgendwie damals. Und ich finde, weißt du, wenn du das ernste Mal anguckst, weißt du, Willi, der eine der, der ist so mega bekifft, weißt du? Ja, Alter, wer wohnt denn hier? Also, das sieht voll cool aus. Das ist so mega krank, wie kotzbekifft der immer spielt. Da ist die Augen immer so mega. Ich bin zu... entzückt! Das war, nee, das Vicky. Ist von Vicky. Aber der Typ da bei. Kann schnell sagen, Alice im Wunderland. Der Typ bei, ja, fast das gleiche, ne? Ja. Bei Biene Meier, der Willi, kennt ihr noch, oder? Bestimmt. Ja, klar. Ja, der bekiffte Freund. Der ist so mega bekifft. Das ist wie Julian, okay, Der mal morgens irgendwie sich einhobeln geht. Nico? Na, das Bild. Nico? Das Bild kriegst du nicht mehr aus dem Kopf. Ja, wo bist Nein. du? Achso, hi, Kubi. Hier. Wir spielen jetzt ein Spiel, okay? Diamond Befield. Ja? Ihr Selbstmord. Ja, nee. Müssen wir erst sagen, was es geht. Ich stelle mich jetzt irgendwo hin, du kannst mir von mir aus sagen, wo. Ja. Du stellst dich auch irgendwo hin. Und dann sagen wir mal, du nimmst 5 irgendwelche Blöcke in die Hand oder Werkzeuge oder was auch immer du gerade im Inventar hast. Und wenn ich 3 oder so davon errate, dann bekomme ich eine Belohnung. Und falls ich es nicht schaffe, war bekommst einen du was. Arschtritt umsonst. Aber wie viele Versuche hast du? Das kannst du dir von mir aus aussuchen. Du nimmst 5 Kubi, Items und 3 davon müssen richtig sein. Ich muss Schafe mitnehmen. Runter. Okay. Willst du mir helfen? Nö. Gut. Nee, wirklich süß. Wenn du dann mit mir spielst, ja. Geh mal weg, weil die Schafe, die sind uns nicht attracted to me. Finden die mich scheiße? Ja, die finden dich richtig scheiße. Du stinkst auch. Hi! Alter, ich hab... Hör auf! Ja, keine Rüstung an. Wenn ich schlagen würde, wär ich schon tot. Ich hab auch nichts anderes dabei. Ich bin extra hergekommen. Boah, hilfst du Leben und ich zieh dir 7 ab. Ey. Also somit kann ich die nur einmal hitten und du bist nicht tot. Warum kommen die Schafe nicht mit? Das ich hab ein halbes Herz, hör mal auf. Ich weiß, dass du ein halbes Herz... Nein, du hast 3. Nein, 20. Ich schwöre. Du hast einen Alex, er schwört. Und ich weiß, wie viel Leben er hat. Ich hab Damage Indicators mit drin. Aua, jetzt hab ich nur 2. Na, ja, und? Ich bin extra hergekommen, um mit Nico ein Spiel zu spielen. Also bitte, erschlag mich nicht tot. Wenn du 8 Leben hast, hau ich wieder zu, weil ich ziehe nur 7 ab. Es hat nicht hüpfe und da mach ich Damage. Und du hast 7? Ah. Dummes Schaf, ey, komm doch mit runter. Boah, Alter, ich schubse jetzt die Klippe runter, ey. Dummer Schaf, ey. Hör auf, ich fall irgendwo runter und dann breche ich mir alles. Aua! Oh, das macht zu viel Spaß, schon. Komm runter, Schaf, los. Nico, spielst du dann mit? Je nachdem, was für ein Objekt würdest du von mir verlangen, wenn du gewinnst? Ein Dia. Einen einzigen. Oder was hast du an Dia-Werkzeugen? Frag mal so. Wir können auch von mir aus 10 Gegenstände machen oder so. Ja, genau, 10. Lass und mal. Und ich muss 6 oder 7 erraten. 10 Diamant-Äxte, die enchanted sind. Nein, Gegenstände, die du in die Hand nimmst. Und ich muss 6 oder 7 erraten oder sowas. Eine Rose. Kriegst du eine süße Rose von mir? Oder ich will irgendwas Besonderes, sonst macht das ja keinen Sinn. Kubi, jetzt hör auf, die ganze Zeit neben den Fickviechern da rumzulaufen, weil die sonst nicht mir bangen wollen. Guck's dir mal an. Los, Schaf. Folge mir. Judas. Ich bin ein Meister. Tu das so, Judas, ne? Komm rein. Also. Bitch, ey. Dummes Schaf, ernsthaft. Spielst du mit, jetzt? Snackst du dir schon was aus meiner Truhe? Nee, ich guck nur. Nicht hauen, warte. Ich kann nicht heilen. Ich hab nur Herzen. Hier so ein Stack Eisenbachen oder so. Kannst du voll vergessen. Eine eiserne Pferderüstung. Eine eiserne Pferderüstung. Ich geb dir eine goldene.
Nee, ich will eine eiserne. Ja, nee, ich mach mal mit der goldenen. Kannst du entscheiden, goldene oder bronzene? Okay. Aber dann mach mal, du nimmst insgesamt 5 Gegenstände in der Hand und ich muss 3 erraten, okay? Hä? Wenn ich die in der Hand habe, kannst du doch einfach so erraten. Nein, du gehst woanders hin. Hätten ja so ein Drecks-Cheat drin, ne? Aber nicht, nein. Alter. Warum sollte der einen Cheat drin haben? Er hat wahrscheinlich Flyhack drin oder irgendwas in der Richtung. Genau, dann würde er mich aber auch sehen. Okay, ja, vielleicht hat er auch Unsichtbarkeitshack drin, hallo. Ich muss also irgendwelche Objekte nehmen. Oder die Bodycam hat er an. Irgendwelche Objekte, ja. Ah, aber wenn möglich irgendwie was, was man auch so normalerweise dabei hat, weil sonst ist es eigentlich. Was hab ich denn überhaupt da? Unmöglich. Was hab ich hier? Was hab ich da? Muss mir auch eine süße Chance lassen. Ah, was hab ich da drinne? Was hab ich da drinne? Was ist denn das eigentlich hier für ein Klicken, was ich die ganze Zeit höre? Das ist, wenn du oben zu der Dingsfarm gehst, dann ist da was. Das ist so. Eine Nuke. Ja. Zeitbombe. Ja, das, Zeitbombe. Das ist meine Nuke, die gammelt da voll geil rum. Ja gut, ich habe jetzt einfach 5 Objekte genommen, die in eine Reihe gelegt und dann müsste das passen. Okay, du gehst jetzt woanders hin und... Ja, du gehst aber auch mal raus aus meinem Lager hier, ne? Dann gehe ich irgendwo anders hin. Komm zu mir hoch und hilf mir bauen. Aber ich gehe genau hier einfach bei Alex ins Haus oder so. Ja. Also Leute, wenn das direkt errät, dann wissen wir, dass... Wer hat da sein Handy so... Wow, was war das für ein Geräusch? Was? Okay, ich stelle mich bei Alex ins Haus. Ja. Und... Ja. Du kriegst pro Objekt einen Klatschmohn und am Ende kriegst du dann eine goldene Pferderüstung, wenn es klappt. Okay. Aber Klatschmohn musst du behalten, ne? Also hier keine Faxen machen. Keine Faxen machen. Du stellst dich bei dir ins Lager oder was? Nee, ich stehe jetzt gerade woanders. Ich spiel meinen Bitches. Kannst doch raten, egal wo ich stehe. Nee. Doch. Nee, dann sieht er dich. Du könntest ja machen so, er muss erraten, wo du stehst. Ja, die, weißt du, ich nehme auf, ne? Die Zuschauer sehen doch, was ich genommen habe. Drecks. Crystal Meth hast du genommen. Ja, natürlich. Ich habe nur Crystal Meth als Objekt im Inventar. Die sehen alle so aus, ich habe die Skins verändert. Ich muss immer drauf gehen, um zu wissen, was für ein Objekt du hast. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel Zombies töte oder Creeper oder so, dann liegt der Crystal Meth am Boden, da muss ich aufsammeln und gucken. Also ist es jetzt Gunpowder oder Zombie Brain? Da liegt einfach Crystal Meth am Boden. Das würde dich voll freuen, ne? Okay, Nico, kannst du losgehen? Ja, ich bin bereit. Bist du bereit? Ja, stimmt. Das wissen wir schon längst. Okay, soll ich schon raten? Ja, von mir aus kannst du anfangen zu raten. Moment, ich mach Zeuge. Hast du gar keine Ahnung, was für Objekte ich im Moment habe. Nein! Schubst die Schafe rein, Alex. Schubst die rein. Das zählt nur, wenn du es in der Hand hast. Boah, im Ernst, nimm das Teil und helf mir, die Schafe da rein zu machen. Weil wenn du jetzt nicht das Ding hast, dann laufen die dir nicht hinterher. Komm, George, lauf hinter mir her. George. Komm, Jimmy. Jim, Bob. Bist du jetzt bereit? Wo ist Bob Dylan? Hallo, Bob. Du musst mitkommen. Reichen 2 nicht eigentlich schon fast? Ist egal. Du musst ja aber nur reingehen. Ja, Jeremy, fang einfach an. Okay, ja, da du gerade Schafe rumziehst, würde ich sagen, hast du Weizen in der Hand. Nein, hat er nicht. Im Inventar, du Bob. Nee, in der Hand. Es ging um in der Hand. Das gilt nicht, weil es ist unfair, weil du hast einen übelsten. Dann kannst Alex aber nicht überprüfen. Ja, ich hab die Sachen im Inventar, weißt du? Ja. Von mir aus klatsch ich's in Dropper oder sowas. Autsch, ich hab verkackt. Boah, Alter, das letzte Schaf feed schnell die andere, feed schnell die andere und dann mach das. Mach mal 2, dann mal Baby. Popo 6! Sollen wir das andere Popo Schaf 6. Noch töten? Oh, Popo 6 mit Tumorkopf. So, das andere Schaf soll jetzt mal endlich hier zu mir kommen. Drecksviech. Komm her, Bitch. Ich bin bisschen was einmal nicht. Geh weg! Ich warte immer noch, dass du rätst, welche 5 Objekte ich bei mir in der Reihe gemacht habe. Es ging aber in der Hand. Aua! Ja, in der Hand kannst du es locker erraten. Ich glaube. Wie denn, wenn ich da unten stehe? Du hast einen geilen Geistenmodus, dass du dich weg von deinem Körper bewegen kannst, den kenne ich schon. Ich frage dich, Kyubi, was hat er in der Hand? Und zwar genau jetzt! Was jetzt? Genau jetzt! Gerste, immer noch, Weizen.
Nein. Gerste. Lass doch mal raten. Gerste. Jetzt nächstes? Ja. Was zu essen? Ja. Okay, soll ich noch genau sagen was oder wie? Ja, natürlich. Oder zählt das? Hast du gesagt, Objekt hier. Man kann auch grob sagen, ja, du hast irgendwas im Inventar. Punkt, das geht auch. Nein, du musst genau. Okay. Eine Tomate. Wie viel mach mal 5? Meinst du Rateversuche? 3 of 5 musst du. Okay. Best of 5, ja, also musst du 3 richtig machen. Fertig. Mach mal Best of 5, 3 musst du richtig machen. Und wenn irgendwas Verzaubertes dabei ist, musst du es auch ganz ordentlich machen. Nee, was für eine Verzauberung? Er muss immer noch das erste erraten oder immer dann nächstes. Ja, immer noch das erste. Oder wie sollen wir es machen? Immer eins. Ey, da könnte ich ja alle durchraten. Vielleicht bei jedem Ding zwei. Nee, zwei Best Versuche, of 5. 5 Gegenstände, bei jedem hast du 2 Versuche zu raten. Okay. Das finde ich okay. Du musst 3 richtig machen. 3 musst du mindestens richtig machen, du kannst 2 wehtun. Ansonsten musst du das okay, warte, bleiben. Alex, komm, wir machen das dann aber so. Ich werf's dir auf den Boden oder irgendwo, keine Ahnung. Ich werf's da rein. Okay, dann schmeiß mal das Dia-Schwert da an, das du da in der Hand hast. Nein. Schade. Oh, ich muss was vertören. Kriegst du auch das kaputte Eisenschwert von mir, wenn du willst. Also, kann ich raten oder was macht ihr gerade? Also, wir machen das so. Alex, komm, ich werf es dir in die Ecke dann. Ich mach so, dass ich wieder einen Kunku an, dass ich weiß, dass er nicht kommt. Gut, dann würde ich sagen, the stage is yours. Also jetzt nochmal neu. Ja. Okay, Oder warte, ich mach auch das Objekt, das ich vorher hatte, mach ich auch weg, okay? Also das wird ausgeschlossen. War rohes Rindfleisch. Oh, naja, war ja wenigstens was zu essen. Ja, ja, klar. Nah dran. Ja, ja, kann man ja essen. Okay, gut. Ja. Alex? Das erste Gegenstand ist. Ich so, da. Okay, sag mal 3 neue. Aha, passt. Gut, fang an. Wieder was zu essen. Nope. Kann ich nochmal, ja? Ja. Ne, du kannst jetzt wehtun. Willst du weiter drauf verharren? Du sollst lieber. Machen wir so. Weißt du, du rätst einfach so. Maximum 3 Sachen, so in welcher Reihe das ungefähr sein kann. Das ist lieber arschvoll Objekte, ne? Und dann musst du als Objekt raten. Dann hast du 2 Versuche. Hä? Was? Kannst du sagen, ist es eine Waffe oder ist es ein Werkzeug oder sowas? Achso, erstmal so grob. In welcher. Ja, natürlich, weil einfach straight durchraten ist, da hast du ja nie die Chance irgendwie zu treffen. Ja, und dann daraus. Und dann daraus kannst du dann. Okay, so kann man es machen, ja, das ist gut. Weil das ist dann, würde ich sagen, mal auch für dich fairer. Ja, und dann 3, also 3 of 5 eben. Ich dachte gerade, von wo werde ich abgeknallt? Jetzt mag Bots was essen. Zombie stinkt! Okay, dann kann man von mir aus jetzt anfangen. Ja, ich habe die Objekte immer noch da und das erste Objekt ist immer noch, ich sag mal, ausgewählt. Dasselbe wie eben, gerade dass du mir gezeigt hast, dann ja, weiß ich nicht. Das steht immer noch. Gut, dann kann ich hier weiter bauen. Moment, was zu essen war es nicht. Ah, und da ist ein Zombie! Nichts, ist Zombie. Also nichts zu essen. Das war nichts, was zu essen. Ein Dekorationsstück. Das ist eine gute Frage, ob es ein Dekor. Ich sag mal einfach. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Alex, was würdest du sagen? Was hat er gesagt? Ich bin im Bau. Dekorationsstück. Ja, man kann es werten lassen. Wow. Dekorationsstück. Ja. Ja. Okay. Ein Blumentopf. Nein. Dödö. Noch gar keine. Also schon sagen, dass man kann es werten lassen als sowas, dann ist es höchstwahrscheinlich nicht wenn direkt. Wenn ihr so hin und her überlegt, dann... Naja, Dekoration kann vielleicht vieles bedeuten. Es kann vielleicht auch ein Nutzen haben als Dekoration. Ein Bett? Ja, Bett stimmt. Oh, geil. Ein richtig. Alex? Wo bist du? Nimm's kurz in die Hand, dann hast du ausgesehen. Das geht bei dir. Ja. Das geht da jetzt ab. Okay. Gut, next. Herr Kubi, Sie dürfen weiterraten. Ja, ein Block. Nein. Okay, soll ich dann jetzt nochmal das Thema erraten oder ist das direkt weg? Du hast verkackt, du musst das Thema auf Anhieb richtig erraten. Okay, okay, verkackt. Okay, gut. Ach echt? Okay. Ja. Machen wir jetzt so. Es ist einfach so beschlossen, Punkt. Okay. Sonst kommt gleich Peppi und ballert wieder mal ein bisschen Tentin rein, ne?
Was? Nächste so, oder? Kommt gleich Peppi und macht TNT. Ja, du kannst jetzt noch dreimal, du hast noch zweimal die Chance, irgendwas zu raten, was halt vielleicht stimmen könnte, aber die Chance ist halt jetzt mega tief. Falls du das machst. Gut, wenn es kein Block ist, ist die Chance vielleicht gar nicht mal so.